So, Part 2, Breitscheidbrücke. Haben wir hier rechts den Asphalt, kurz davor bremsen oder spätestens, allerspätestens hier. Und dann versucht auch hier relativ nah an die Kurve zu kommen, ja, an den Kurvenradius und la lasst euch hier schön raustragen. Nutzt die Streckenbreite aus. Hier fahrt ihr wieder nach außen. Bremst hier nicht zu hart. Und vor allem kommt hier nicht zu weit nach innen. Ja, hier habt ihr hier diese schöne Senke am Curb. Bleibt aber dem Curb fern. Fahrt so nah wie es geht ran. Lasst euch auch hier raustragen. Seht ihr, ich bin zu langsam. Ist nicht schlimm. Sicher ist sicher bei der Strecke hier. Ja, Vollgas, klar. Die Kurve. Die kann man auf zwei Arten fahren. Hier kann man zum Beispiel relativ gut überholen in einem Rennen. Man kann hier außen bleiben. Ja, bremst ein bisschen später, bleibt außen und lässt sich dann in den Scheitelpunkt reintragen. Man kann natürlich auch deutlich früher reinfahren, langsamer und lässt sich dann nach außen tragen. Also es gibt hier zwei gute Linien bei der Kurve. Ja, das hier ist ja alles Vollgas bis zur Mutkurve. So, dann haben wir jetzt hier gleich ungefähr 260 drauf. Und hier versucht hier ein bisschen raufzukommen auf diesen Asphalt hier rechts. Ich bin jetzt hier natürlich auch auf Nummer sicher gegangen. Ja, bin viel zu langsam geworden. Also 220 brauchen wir hier nicht, 230. 240 schafft man hier auch. Man kann hier sehr, sehr schnell durchfahren, die Mutkurve. Ja, bleibt natürlich in. Das war jetzt sehr aufs Nummer sicher gegangen. Hier auch alles Vollgas. Und hier kann man ungefähr, wenn man den Curb vorne rechts, von der Rechtskurve, wenn man den anfängt zu sehen, also ungefähr kann man hier, selbst wenn man hier bremst, schafft man die Kurve noch. Die ist sehr lang gezogen, sehr breit und dann kann man noch sehr viel Speed beibehalten. Ja, ich gehe wirklich sehr auf Nummer sicher. Hier den dritten hochschalten für mehr Traktion. Karussell, da auch nicht zu früh einlenken. Da bremse ich auch ungefähr eigentlich immer hier. So kurz vor Ende des Curbs. Und lenke auch ein bisschen später ein. Also ich bin jetzt hier ein Ticken zu früh, aber man kann auch später reinlenken und dann bleibt auch wirklich in. Ja. Und dann könnt ihr das machen, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug fahrt. Hier beim Ausgang schalte ich manchmal hoch oder dosiere das Gas, dass mir das Heck nicht wegbricht. Hier Vollgas. Hier könnt ihr auch außen bleiben. Das war jetzt ein bisschen zu früh. Also ich würde raten, bleibt rechts. Ungefähr bis hier. Ja. Weiter rechts. Runter vom Gas. Nicht zu fest bremsen und runterschalten. Ja, und dann könnt ihr hier sehr, sehr zügig durch diese Schikanen durch. Hier genauso. Wenn ihr hier auf der Kuppe seid, also wenn ihr hier über diesen Berg kommt und wenn ihr hier auf dieser Kuppe seid, bremsen und inhalten. Hier wirklich die Kurve schön eng durchfahren und auch hier ungefähr, ja, hier so den, wenn ihr schon die Rechtskurve wieder seht, also wenn ihr seht, wo die Straße weitergeht, die Strecke, könnt ihr schon wieder voll aufs Gas gehen. Aber hier der Part ist auch sehr schwierig, eng halten, bin ich ein bisschen zu weit weg, hier eng halten und ab hier entweder rollen. Oder ein bisschen härter bremsen, dass das Heck kommt. Dann fahrt ihr hier auch viel weiter innen. Also ich bin zu weit außen. Ihr könnt hier die Randsteine, links neben den Curbs, könnt ihr voll überfahren. Das ist kein Problem. Ja, also hier, links und hier volles Brett drüber. Hier könnt ihr voll drauf und voll drüber fahren. Das ist absolut kein Problem. Dann könnt ihr hier schön Vollgas fahren. Hier auch. Nicht zu früh bremsen. Bremspunkt hier ist ungefähr. Ja, wenn es hier bergauf geht, bremsen, runterschalten, eng halten und dann könnt ihr euch hier auf der Kuppe, hier könnt ihr schon wieder voll aufs Gas gehen und auch hochschalten, eventuell, je nachdem. Und dann könnt ihr hier schön rausfahren, hier bremsen, am äußeren Punkt, wenn ihr rechts seht, habt ihr hier so ein Yokohama-Schild, da könnt ihr bremsen, eng halten. Und hier wieder voll aufs Gas. Da könnt ihr Vollgas fahren bis hier runter zum Brünnchen. Und könnt hier auch schön eng, eng, eng durchfahren. Vollgas, Vollgas.
Hier nicht zu früh bremsen. Auch hier würde ich den Bremsmarker hier am Ende setzen, ja, wo hier das Asphalt links ist. Bremsen, eng halten, und hier ist es wichtig, dass ihr nicht zu früh wieder aufs Gas geht. Also ich mache das so, ich gehe aufs Gas, wenn ich hier rechts im Bild die rote Leitplanke sehe. Da gehe ich wieder aufs Gas. Bei der Kurve hier genauso. Bleibt länger außen. Ich bin jetzt hier auch wieder zu früh rein. Ihr könnt hier länger außen bleiben. Ja. Also fahrt hier noch ein Stück geradeaus und lenkt später ein, dass ihr nicht über den Rasen fahrt, so wie ich jetzt gerade. Hier den Rechtskurb auch voll mitnehmen. Bisschen aufpassen, wenn ihr noch eine Lenkbewegung habt. Da müsst ihr drauf achten, wenn ihr hier lenkt, dass ihr nicht zu heftig einlenkt und zu viel Gas gebt. Dann bricht euch nämlich das Heck weg. So, dann hier links runter. Pflanzgarten ist das, glaube ich. Hier der Sprung. Da mache ich das unterschiedlich. Also hier gehe ich vom Gas, wenn er springt. Und bei der Landung bremse ich direkt und schalte runter. Ja. Genau. Hier links, Vollgas. Hier genauso. Der WRX ist mir schon mal häufiger hier abgehoben. Bleibt vom Körb fern, aber trotzdem sehr weit links. Ja. So. 5-7. Dann würde ich sagen, unterbrechen wir hier nochmal, zweiten Part. Und dann machen wir gleich den dritten weiter.